Und da sind wir erneut im nächsten Part zum Special. Wir haben Wasser! Wasser? Ach, boah, Doppelbuchstaben geht ja nicht, Ja. scheiße. Nein, wir haben kein Wasser. Wir haben. So, ja, PD versucht immer noch konzentriert, mein Rätsel zu lösen. Ja, wir haben jetzt nicht wirklich groß Pause gemacht, weil, naja, ja, ich habe Platz geschaffen, jetzt sind wieder 90 GB frei, das soll eigentlich reichen. Ja, auf jeden Fall. Und nur wenige haben mich bis jetzt besucht. Meinen Rücken siehst du nie, ohne mich kannst du nicht leben. Es ist voll komisch. Am ersten würde ich irgendwas mit Haus denken. Bei dem zweiten denkt man natürlich irgendein Körperteil oder so. Und beim dritten denke ich an Wasser. Ohne mich kannst du nicht leben. Sauerstoff. Wie viele Buchstaben? Decay, du Vier. stehst. Vier. Vier. Schon wieder. So wie gerade. Es sind immer vier Ich Buchstaben. wette, das ist wieder Luft. Nur wenige haben mich bis Hat jetzt Luft besucht. im Kann Rücken. man Luft besuchen gehen, bitte Es ist schön? Gott. Es ist Gott. Hast du Gott schon mal besucht? Ja, warum Hast du denn? Gotts Rücken gesehen? Achso, nur Du wen? kannst. Nur Also wenig. ich kann ohne Gott leben. Ich weiß ja nicht. Ja, hör doch mal zu. Meinen Rücken siehst du nie. Also hat noch nie jemand diesen Rücken gesehen, du Dödel. Ja, aber ich kann auch ohne Gott leben, denn ich bin Piedist. Naja, ihr müsst diese zweite Frage mehr auf dieses Wort vor dem nie beziehen. Mein Rücken. Was? Siehst du Mein. nie. Du. Aber andere. Nicht jeder. Aber Auserwählte, also wir drei. Warte mal, Auserwählte Drachenmal. mein Rücken siehst du nie. Du. Konzentrieren wir uns mal auf dieses Du. Ja, ihr solltet euch jetzt nicht zu stark auf Ja, du das hast so Du gesagt auf das konzentrieren. Wort vor dem nie. Ja, aber ihr sagt ja, ist egal, macht mal weiter. Ich sag Vier nichts. Buchstaben, vier Klavier. Buchstaben. Cola. Nein. Anus. So wie ich. Bild. Nein. So wie ich sehe, hat Boss es gleich schon raus. Der misst Was? umso hektisch. Ja, du bist so nervös. Ich denke. Ja, ich überlege die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, du Sacke, ey. Sobald, also sobald. Ist es das Wort Buch? Ich sage euch doch nicht, ob es ein Wort ist, da müsst ihr es rausfinden. Aber ich Man meine sieht doch nur, einen Rücken vom Buch. sobald ihr echt nicht mehr weiter weißt, gebe ich euch einen Tipp. Aber Ich ja. weiß Oh nicht Gott, weiter. mein Rücken siehst du Bei nie. mir, ey, Slifer, siehst du mich? Ja. Siehst du den Rauch, der aus meinem Kopf raussteigt? Nein. Vier Buchstaben. Ohne was kann man denn nicht leben? Aber egal, alles, was man kann, so viele Sachen zum zweiten sagen, was aber dann wiederum sowas von in die Eier getreten bekommt von dem dritten. Ja, eben. Das ist es ja. Wand, keine Ahnung. Wenige haben mich besucht. Was hat denn alles einen Rücken? Mensch, Buch, Ein Mensch. Steak. Tiere. Ein Rücken. Warte, ein Rücken hat keinen Rücken. Ha! Aber es passt nicht. TK, das war jetzt richtig. Das war so. Es ist was von der Erde. Von unserem Warte, warte, Planeten. warte, warte, warte. Ist es die Hand? Nee, ist Wie falsch, sieht es gell? aus? Also ich sehe meinen Handrücken und ich kann auch ohne eine Hand leben. Du kannst ohne eine Hand nicht Okay. leben. So vielen, wie ich schon die Hand gegeben habe. Aber ich sag ja, Boss löst es gleich. Ich hab's vorausgesagt. Warum? Was hast du denn gesagt, Boss? Ich habe gefragt, ob es ein Planeten ist. Also. Erde, Mars, Ketchup. Snickers. Haltet mal daran fest. Das ist gar nicht so dumm, was Boss gesagt hat. Erde. Warte kurz, warte Einen kurz. Geht doch alles ein durch. Nehmt Rücken. ein Wort Kann und geht es alles sein? durch. Warte mal, warte mal. Kann es irgendwas so einem Berg sein? Berg? Ja, Bergrücken. Nicht unbedingt. Ich sag ja, haltet an Boss Gedanken fest. Das war schon gar nicht so doof. Planeten. Ah, der Mond. Nur weniger mich besucht, mein Wasser. Rücken siehst du nie, ohne mich kannst du nicht leben. Wasser. Slifer sieht mich schon so an. Mond ist richtig, ne? Ja, ich kann die Augen nicht zumachen, Junge. Warte, warte. Mach Lass Mond. mal Mond machen, warte. Weil A, Mond hat D, auch was mit dem C, D, Wasserspiegelungsscheiße zu tun. warte, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. N und D. Ist falsch, ne? Scheint Warte, so. Hat warte, nein, es das was O mit fehlt, das Wasser O zu fehlt, tun? warte. Warte, N. Pfeifer. O. Hat es was mit Wasser zu tun? Ja! Ich hab's. Was denn? Der Mond. Mond. Mond! Sag ich doch, der Mond. Mond. Man sieht den Rücken von dem Ding nie.
Hey Leute, wir haben es gleich geschafft. Wenige haben ihn bis jetzt besucht. Links geht zum Pfad der Finsternis und rechts zum Pfad des Lichts. Notiz 5. Ich bin Dark Guy. PD, du bist. Moment, ich laufe. Du bist der vor. Notizleser. Ja. Okay. Notiz 5. Eure Reise ist fast beendet. Die Prüfung habt ihr gemeistert. Nun müsst ihr nur noch den Stein holen und ihn ins Feuer werfen. Viel Glück dabei. Und ich darf dann erst weiterlesen, wenn wir den Stein zerstört haben. Genau. Wie entscheiden wir uns? Für den Pfad der Finsternis oder für den des Lichtes? Da ich kein Rassist sein will, PD, geh bitte den Pfad der Dunkelheit. Weil wenn ich jetzt gesagt habe, gehen wir den Pfad des Lichts, jetzt wieder auf weiß interpretiert und jetzt gesagt, ich wäre ein Rassist. Aber Hauptsache den Eingang weiß gemacht. Ja, das ist auch Rassismus. Ruhe. Ich wette, da passiert jetzt irgendwas. Jungs, bevor ihr jetzt was macht. Warte, ja. Einer von euch sollte draußen stehen bleiben, einer hier drin und zwei hier drin und einer sollte die Wand beobachten. Und dann okay. Welche Wand? Egal. Also hier draußen. Am besten die, der an die Truhe geht. Und du bleibst am besten hier was. Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwo. Ja, die Wand muss weg, damit die Truhe geöffnet werden kann. Das ist auf jeden Fall das. Das stimmt. Ja, sonst kriegen wir die nicht auf. Kleiner Tipp noch. Was hat das mit den Redstone-Fackeln zu tun? Sand dürft ihr zerstören. Warte. Ja, dann zerstören. Boss, nicht reinrennen. Boss. Also. Billy, bleib mal hier. Bleib lieber hier. Ach so. Ja, toll, jetzt sehe ich ein Redstone-Zeug da hinten dran. Egal. Aber darf ich? Können. Da ist Kohle. Ja, und sie haben es nicht gesehen. Ich wusste es. Oh, Pili raus hier, Pili raus. Nein! Scheiße! Ich hab gesagt, ich soll die Wand beobachten. Da war ein Counter, Mann. Wieder war. Achso, oh, die Fackeln. Alter. Aber Boss, es hat einen Grund, warum du hier stehen bist. Du kannst sie retten. Musst du aber nicht. Ich kann sie retten. Das heißt, ich muss in den anderen Fort reingehen. Oder? Boss, tu es. Erkunde die Wege. Und du wirst. Was? Du leckst. Ich seh grad. Ich hab gar nichts gehört, was du gesagt hast. Boss, erkundige die Wege! Schnell! Finde den trimagischen Pokal! Renn! Pff, bist du bei Harry Potter oder was? Ja. Er hat direkt gefallen. Er hat's gefunden. Ah, genial, Boss. Warte, wo ist er denn? Boss, eine dumme Frage, wie hast du das jetzt gemacht? Boss hat euch den. Hier war eine offene Stelle mit einem Schalter, den habe ich betätigt, dann ist die Stelle zugegangen und ja. Nice, Mann. Nice. Okay, let's go. Wer hat den Stein? Ich hab den Stein. Okay, PD, wir müssen jetzt PD beschützen, weil wenn draußen Monster sind, dann. So. Und jetzt müssen wir wieder bestimmt hier jemanden haben, der genau das alles verderben muss. Dankeschön. Ja. Ja, so eine Scheiße. Okay, nach da oben. Hey, da ist ein Schalter. Slide, das geil ist, da ich ja meinem Texture Pack die Kohle auch umgeändert habe, die sieht aus wie so ein Iron Ingot, nur in Schwarz. Okay. Er hat den Schalter geöffnet. Mhm. Hey, die sind. Ich hab geöffnet. Let's go upstairs. Ja. Wow. Hey, wie geil, wir sind draußen. Alter, okay, hab ich geschafft. Warte mal. Nee, der Stein ist noch nicht zerstört. Pidi, guck mich an. Siehst du das? Jungs, hier da hinten ist das Leuchtfeuer. Müssen wir da hin? Ja. Let's auch. Fuck this fire. Am besten den Weg, da gibt's einen Landweg, der ist leichter, den wir hier gerade gehen. Running! Die sind bei mir so am Lägen. Cool, dann haben wir es ja fast geschafft. Ja, bei mir auch. Zombie gehört! Ich höre einen Zombie. Ja, ignoriert sie einfach. Oh, Zombie Alert! Oh. Okay, Slifer, du hältst die Creeper. Run! Du hältst eventuelle Creeper ab. Okay, ich renn vor. Du kannst dir jetzt auch ein Diamantschwert geben, das weißt du, du bist im Creative Mode. Ja. Wir haben es gleich geschafft. Ey, ich wette, kurz bevor PD den Stein ins Feuer schmeißt, kommt so ein Creeper. Bumm. Diddledim. Ich bewach mal hier eben die Umgebung. Tausendjähriges Feuer. Diddledim. Bevor ihr weiterlest. Ja, bevor ihr weiterlest, zerstören. Ne? Da steht ja jetzt Notiz 6. TK, film mich, damit ich den reinschmeißen kann. Sogar ohne Rahmen. Tu es. Das war's. Kein Feuerwerk. Der wurde zerstört. Warte, jetzt darf ich weiterlesen. Wo ist Leifer? Beilig. Jetzt verwandelt sich die richtige Spinne. Okay. Ich pass auf, dass nichts kommt. Notiz 6. Ihr findet ein seltsam leuchtendes Stück Papier auf dem Boden.
Der Text ist mit Blut geschrieben. Ich hoffe, ihr habt es geschafft, den Stein zu zerstören. Ich bin's, Garan. Ich schreibe euch aus dem Jenseits. Ich bringe euch schlechte Nachrichten. Tyran hat Wind davon bekommen, dass ihr den Stein zerstören wollt. Er hat sich umgehend in die Unterwelt begeben und seine Armee wieder aufgestellt. Er will euch vernichten. Er ist außerdem dabei, den Drachen des Untergangs für sein Vorhaben zu gewinnen. Das müsst ihr verhindern oder die Welt wird in großes Unheil gestürzt. Ihr müsst den Drachen des Schicksals mit Hilfe des Steins des Lichts erwecken. Nur so könnt ihr den Drachen des Untergangs besiegen. Dafür müsst ihr zum Turm des Lichts reisen. Mein Assistent wird euch dabei helfen. Schnell, bevor es zu spät ist. Oh Gott, noch mehr reisen. Euch verlassen die Kräfte. Zuerst sagt TK zusammen, kurz darauf Boss und letztendlich Pandiro. In euren Augen seht ihr nur noch die Silhouette des Assistenten von Garan. Eure Augen fallen zu und ihr fallt in Ohnmacht. Ende Teil 1. Die Legende von Ghost Island, der Tempel der Finsternis. Ah. Und Boss brennt. Boss ist schon ganz Feuer und Flamme auf den zweiten Teil. Ich würde sagen, Abschied, sterben wir alle in dem Feuer. Nein. Nein, ihr seid in Ohnmacht, ihr könnt nicht sterben. Okay, also ist jetzt vorbei? Ja, jetzt ist, das war's. Cool. Das war so genial, da ging gar nichts okay, mehr. Okay, also wenn Teil 2 mindestens mal zweimal so geil ist wie Teil 1, hammergeil. Wieder machen. Geschafft! Ja, geschafft. Lass uns alle springen. Teil 1 habt ihr erfolgreich abgeschlossen, auch wenn ein paar Fails dabei waren. Jetzt lass uns grillen. Burger! Weißbrot. Jetzt kann ich ganz stolz hier unten, die ich seit dem Anfang an mit mir rumschleppe. Die Fackel. Kann jemand bitte einen Screenshot machen? Ich habe meine Fackel leider nicht mehr. Warte, Screenshot, Moment. Zing. Gemacht. Okay. Ja, Jungs, wie hat's euch denn gefallen? Mal ein kleines Feedback, bevor die Aufnahme aufhört vielleicht. Hammergeil, Mann. Einfach nur hammergeil. Also, ich fand's wirklich mal so die Abwechslung, statt die ganze Zeit nur rumzurennen und irgendwas zu tun. Mhm. Das war richtig geil, abgesehen von den Fails, die ich hatte. Wobei mir dann das mit der Lava dann doch besser gefallen hat, da ich das zum zweiten Mal gepackt habe. Ich fand sau gut, Slifer, Mann. Dafür kannst du mich jetzt auch, TK, bitte mal her, filmen hier. Ja. Slifer, du darfst mich jetzt auch offiziell von hinten nehmen. Nimm ihn. Oh, Mann. Okay, Boss, wie fandst du das? Saugeil. Okay, hat Potenzial zum Weitermachen, oder? Auf jeden Fall. Ich will also, den Turm des Lichts finden. Wann es den gibt? Zum 3000er Special. Ja, muss die K halt wissen, wann das hochlädt. Also vorbereitet habe ich ihn schon. Ah, okay. Er ist noch nicht ganz fertig, aber vorbereitet. Ja gut, dann würde ich sagen, wenn er fertig ist, wagen wir uns mal dran, keine Ahnung. Vielleicht habe ich ab dahin schon 2500. Und das wird langsam hell. Oh ja, das ist cool. Oh, das, ja. Das passt jetzt. Das ist cool. Das ist richtig genial. Mal den ihr seid in der Dunkelheit gestartet und ihr seid fertig, wenn die Sonne aufgeht. Wir haben eine Nacht gebraucht. Ich glaube, wir haben weitaus mehr Nächte gebraucht. Eine Nacht für den Brief gebraucht. Ist echt so. So, dann stelle ich mich jetzt einfach hier hin. Zum Sonnenuntergang, zum Sonnenaufgang. Warte, stell dich mal da. Boah, ich mache jetzt einen Screenshot, das passt richtig gut. Ja, guck mal, Boss, bleib mal da oben stehen bitte neben TK. Und guck da mal runter. Das sieht so genial. Warte, Slifer hat das Schwert. Geil. So, da hinten geht die Sonne jetzt auf. Und mit diesem Sonnenaufgang würde ich sagen, vielen Dank an alle 2000 Abonnenten. Noch einmal, ich habe das schon mal gesagt. Danke an euch. Ich verbeuge mich nochmal vor euch. Geil. Danke an euch Jungs, dass ihr mich so supportet habt. Vor allem Boss, der hat mich ja damals einigermaßen gepusht, wenn man so will, so ein bisschen. Er hat mich in die Szene reingebracht. Er liegt einfach nur. PD, du bist mein Bro, du bist dabei, seit ich angefangen hab. Ja, ich nehme dich jetzt nicht von hinten, keine Angst. Gut, dann würde ich sagen, bis auf weiter. Hey, Slifer! Hey, unterbrich mich doch nicht. Neues Mitglied. Ja, Mann. Slifer. Freut mich, dass du dabei bist. Jetzt sind wir zu viert. Wir sind zu viert, gell? Eins, zwei, ja, zu viert. Zu viert. Gut, dann sage ich nochmal danke an die 2000 Abonnenten. Auf weitere 2000, wenn ich noch 15.000, bin die Krebs wieder in den Boden ein. Ja, der Moleman muss natürlich jetzt anfangen, sich hier in den Boden. Bleib da. Er wollte zumachen. Hey! Kommen Sie raus. Sie sind umstellt. So,
Gut. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, aber ich denke schon. Natürlich. Ja, Mann, auf jeden Fall. Ich will den Turm des Lichts bezwingen, danach den Turm der beiden. Okay, darf ich jetzt beenden? Ja, ja. Bitte. Also, Leute, wir sehen uns beim nächsten Abo-Special. Zum Abo-Special, zum nächsten Video, besser gesagt. Genau. Und, ja, ich find's cool. Abenteuer Nummer 2 wird kommen. Bis dahin, Leute, haut rein und ein geschmeidiges Auf Wiedersehen. Okay. Tschüss! Boah. Alter, die Map war geil.